Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Curve Fever, die gerade andauernd abgebrochen wird. Aber wir versuchen unser Bestes. Wir sind okay. Jetzt sieben. Wir warten noch, bis einer dazu kommt. Wir warten noch, bis ein weiterer Mitspieler da ist. Und der Herr, warte, Herr Pileus oder Pileus, aber das klingt scheiße. Hat uns den Gefallen getan. Und komplettiert und unsere los. Truppe. Und wir schalten auch so gleich Curve Radio ein. Na, ist eigentlich doof, das wollte ich eigentlich nicht sagen, weil es hört ja eh keiner. Ja, hört niemand. Das sage ich dann einfach nur für mich selbst. Lol. Okay, erstes Spiel für heute. Erstmal warm spielen ein bisschen. Oh ja, erstmal warm spielen, Alter. Meine Hände sind noch voll kalt. Wer lebt denn noch? Warum frage ich überhaupt? Ja, ich wollte gerade sagen. Im Augenwinkel sah es aus wie gelb und ich dachte mir, oh Daniel? Naja. Nein, ich noch nicht. Und apropos Daniel. Daniel wird heute Abend auch seine letzte Folge aufnehmen Formel von 1 aufnehmen. Formel 1. Und Daniel, wann wird die ungefähr rauskommen? Das Qualifying vom letzten Rennwochenende kommt am Dienstag und am Mittwoch kommt dann das Rennen. Also, er hört's. Mittwoch, Special, großes Finale. Und Daniel hat sich auch wieder bereichert an Gästen kultureller Gesellschaft. Oder auch nicht. Nein. Naja, an Skill hat er sich nicht bereichert. Ach so, ja, das kann sein. Ich muss sowas dann warm. Der gute Glocke wird dann nämlich mit dabei sein. Und wahrscheinlich, es steht noch nicht fest. Wahrscheinlich. Aber ich habe auf jeden Fall vor, Daniel da moralisch zu unterstützen. Wie es mit dem orangenen Herr aussieht, wissen wir auch noch nicht. Ja, kommt drauf an, wie spät wir aufnehmen. Gleich, ja. Mhm. Aber du hast ja gerade gesagt davor. Nachdem. Naja, ne. Oh mein Gott. Ich habe mich da nicht drüber aufgeregt oder so, ne, Benny? Stimmt's? Daniel ist da, Tobi ist da ganz ruhig geblieben. Ach man, ich bin so schlecht. Ich hasse diese Tage, an denen du dir vornimmst, Mathe zu lernen und dann Computer spielst. Du willst doch nicht zum Samstag schon lernen. Also bitte, Benny. Also, was ist mit dir heute los? So ja, Daniel, das ist Oberstufe jetzt und Mathe-Klausur ist da nicht so ganz ohne. Ich hab trotzdem nichts gemacht. Also quasi wie Stefan. Ja. Das Problem ist, dass meine Lenkung versagt hat. Nein, das Problem ist, dass... Krass, Alter. Entschuldigung. Wo schaffst du rot? Wow. Oh, nicht schlecht, aber jetzt wird er trotzdem sterben. Na toll, du hast so einen dummen Fehler gemacht. Ist der gut, der Rote? Naja. Pussy des Tor. Ja. Ein Punkt schlechter als ich. Also seine Punkte sind nicht so toll, aber... Nö, der vom Punkten ist er wie ich. Aus, ne? Der hat im Chat angekündigt, mich oder uns zu destroyen. Ja, Tobi. Achso, Tobi, ja, cool, ich hab Tobi getötet. Ich hasse euch zwei. Also, mich hat er destroyed gerade. Das ist so kacke. Oh. Sich zwischen zwei einsperren lassen ist echt das Schlechteste, was man machen kann. Was war das denn gerade? Oh nein, zu weit nach unten. Was hast du da gemacht, Daniel? Mensch, gefühlvoll. Kurz antippen. Ja, mache ich ja immer, das ich ist frage mich, ja. Was ich gerade gemacht habe. Gerade war ich noch Zweiter bei Tobi, jetzt auf einmal bin ich durchgereicht worden hier. Ja, jetzt bist du Letzter. Tobi, wir müssen wieder über andere Sachen reden. Machen wir ja schon. Aber nein! Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich so eine innere Unruhe verspüre Scheiße! Gerade. Jetzt bin ich zweimal ineinander mit Oh, Pussy Destroyer. Oh mein Gott, ey. Bist du nicht gerade eben mit 0 Punkten rausgegangen? Nein, mit 1 Punkt raus. Aber auch nur ganz knapp. Schade. Boah, das war so kacke, ich hatte den Rot quasi oh, Benny, den oh. Den töten können und dann habe ich... Ach, ich hätte es geschafft, hätte ich meine Spiele Tobi hat knapp gesagt und er hat nicht danach gesagt, sorry, Daniel. Oh. Oh, das habe ich... Das hab ich jetzt. Nicht. Ja. Ich habe doch ehrlich gesagt gerade überhört. Sonst hätte ich es gesagt. Aber das engere Kurven, das ist schon irgendwie cool. Alter, das Ding wollte ich nicht. Aber ich habe noch Platz gelassen. Ja, das war ordentlich noch Platz genug, um durchzukommen, aber nicht für mich anscheinend. Oh. Ja! Wie auch immer, das war sehr gut.
Da hattest du echt Glück, dass die einfach mal zufällig spontan vor dir gestorben sind. Soll das wörtlich Dot heißen oder meint er einfach bloß Dude? Nicht gut, wahrscheinlich meinte er sowas wie Oh God. God. Wobei eigentlich sagen die doch. Also ich habe das eigentlich noch nicht von irgendwelchen Amis gehört oder anderen englischsprachigen Leuten, dass die nur God sagen. Aber ich bin doch nicht so bewandert. Vielleicht war er einfach zu faul, den Rest zu schreiben. Oder er ist ein schlecht Englisch könner Deutscher. Nein! Naja, ich arbeite mich langsam hoch. Danke! Da wärst du nicht durchgekommen. Nie. Nie im Leben, aber der wäre da durchgekommen. Das ist mal richtig gemacht. Wäre vom Teil auf dich zugefahren, dann hätte es besser ausgesehen. Ja, das war auch eine Möglichkeit, aber hätte er die Lücke da getroffen, dann hätte er ja eindeutig mit viel Vorsprung auch länger überlebt als ich. Dieses Frontteil in den anderen reinfahren ist ja mehr so ein random Ding meistens dann einfach nur noch. Was mache ich ja eigentlich gerade? Verlieren. Nein. Sterb bitte. Nein! Oh nein! Ja, das waren 2 Sekunden und die haben es echt gebracht. Cool. Fick dich, Benny. Es hilft manchmal Wunder, dieses Power-Up. Ja, das stimmt allerdings, im richtigen Moment. Nee! Willst du mir sagen, gerade der AFK, also der da rausgelegt ist, hat gerade ein Power-Up eingesammelt. Ja. Das war die falsche Richtung. Das wird eigentlich anders sein. Also. Ich weiß auch nicht so richtig, wie ich jetzt hier rauskommen will. Bist du denn überhaupt eingesperrt? Hä? Okay. Akzeptiere ich. Tobi hat schon wieder 9 Punkte Vorsprung, das geht, war überhaupt nicht klar. Ja, gerade eben waren es nur 5, aber jetzt in der Runde irgendwie. Irgendwie alle, die über mir waren, abgesehen von Tobi, haben schlechte Punktzahl bekommen. Oh, Leute. Ich bin euer Teamkamerad. Darauf hat natürlich keine Rücksicht genommen. Erstmal 1 Punkt. So, wo fahre ich jetzt lang? Nein, was mache ich denn? Na gut, der Rote ist tot. Schade. Alter, wie weit ihr alle weg seid. Doch nö. Ja, die Punkte sind gar nicht so. Ja, das stimmt allerdings. Also es ist jetzt. Leute, ne, wenn ihr ich würde nicht sagen, dass es jetzt unbedingt ein richtig enges Match ist, aber es ist jetzt nicht unschaffbar. Wow, da ist aber riskiert, Alter. Das kriege ich. Scheiße, ist nicht. Ach, Ficken. Was mache ich? Oh, Tobi, oh. Ich konnte nicht drin bleiben. Ich konnte nicht. Es ging nicht mehr nie. Du hast nach unten gefahren vielleicht. Ich glaube nicht. Ich war genau in der Mitte von dem Ding, wo ich gefahren bin. Das ist scheiße. Mit dem Wendekreis. Du mit deinem Wendekreis. Och, Benny. Ich nehm's nicht, ich nehm's. Tata, ich hab's mal gestorben daraufhin. Okay. Ich hab sowieso meinen letzten Platz schon sicher, also kann es mir scheißegal sein. Daniel, wie heißt noch, was er vorher geschrieben hat im Chat? Ja? Fick dich. Och, Mann. Ein Glück und ich bin schon in der Mitte. Sicher, das rettet dir noch das Leben. Boah, der hat neben das Leben gerettet, dass er seine Linie gelöscht hat. Nein! Ja! Scheiße, Benny. Oh nein, Benny! Wärst du mal gestorben, Alter. Jetzt habe ich wieder diesen scheiß 1 Punkt. Everyone on orange! Also den roten Bild, nein, ich gehört. Ja gut, okay. So, jetzt habe ich auf dich geguckt, so ein Scheiß. Ja, jetzt nein, jetzt könnte Pink dann vorbeiziehen. Oh, ich hätte so schön Rot eingeholt. Ach, Herr Rot. Töte ihn bitte. Wobei, nee, Pink sterben. Ah, gut. Daniel kommt eh nicht mehr an mich ran, gut. Oh ja, das geht auch. Puh, was denn jetzt? Nein, Tobi. Das ist ja eine typische Wille. So. Tut mir leid, Daniel. Ich wollte eigentlich links da runter, aber ich hab mir nicht getraut. Ich hab's mir nicht mehr getraut. Ja, so, jetzt unter uns oder noch mal 8 Runde. Dann machen wir noch mal 8 Runde. Ja, klar. Ich würde sagen, wir machen gleich noch einen dran. So, noch einer mehr? Und dann geht's los. Ich muss mal angewöhnen, ans Mikrofon zu rücken, wenn ich spreche.
Okay, ich werde die dann Wombatox oder Wombatox. Winston Soft, Pileus, Pussy. Hä? Oh. Pussy ist rausgegangen. Sancta Sanctorum. Nee, Sancta Sanctorum. Mag, ich glaub, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Was heißt denn das? Sancta Sanctorum, keine Ahnung. Es gibt ein Spiel, was Sanctum heißt, ja. Gut, das weiß ich nicht. Also ich bin sicher. Ich bin natürlich der Erste. Der hellgrüne, eiskalt. Dank. Tobi. Das ist immer da sehr schlecht. Ja, ne, das Problem ist, selbst wenn ich in die andere Richtung gelenkt hätte, hätte ich, glaube ich. Aber sind wir gerade beide schlecht? Kann das mal sein? Wir drei. Ja, das ist die erste Runde. Die darf ich nicht gewinnen. Ja, die ersten, nee, die anderen alle. Ja. Ach man, also, ich will schon wieder Punkte verlieren. Ja, das haben wir letztens auch gesagt. In welchem Spiel jetzt? Auch hier? Oder was? Nein, gestern. Achso, ja, gestern lief es auch für mich auch echt gut. Nein, oder? Ich meine jetzt beim Badminton. So, und ich habe ja auch nicht in dich gespielt. Oh, ich meine, der Herr Strauß hat das wieder gesagt mit dem. Ach, Herr Strauß hat das gesagt. Oh, guck's dir an. Guck's dir an. Du hast mich gerade eingegesselt. LOL. Und da jetzt genau Dialekt auch noch. Alter. Hat das Herr Strauß wirklich gesagt, ja? Ja. Boah, Alter, ich hab grad eiskalt dadurch überlebt. Boah, danke, Alter. Der wird sich jetzt minimal aufregen, weil er noch selbst derjenige war, der geleckt hat. Nee, Benny, bitte nicht. Nein. Aber ich hab den Punkt gekriegt. War so klar, dass du den Punkt kriegst, obwohl wir, guck mal, wir sind aneinander vorbeigefahren und ich stand zuerst. Ja, wir haben eigentlich... Wir haben beide nicht gelenkt, das gibt's überhaupt nicht. Komm, ich hab die letzten paar Male nie den Punkt bekommen. Aber ich auch mal kriegen. Ja, man hat aber auch deutlich gesehen. Paar hundert Spiele alle gewonnen. Ja, das stimmt doch. Benni, ich hätte dich töten können. Hättest du, aber hast du. Ja. Aber man hat aber auch deutlich gesehen, dass Tobi später gestorben ist. Ja, ne, hat man gesehen, aber der Grund dafür. Ja, der Grund, ja. Wir haben nämlich beide nicht gelenkt. Man hat auch genau gehört, dass ich später gestorben bin, aber. Ja, warum? Eben. Ja, komm, träum mal Daniel ein bisschen. Oh. Daniel träumt mich eher. Oh, warte mal, das ist jetzt doof. Wo bin ich? Du bist einfach im Kreis gefahren, Daniel. Ich hab eher getut, dass ich oben irgendwo rauskomme, aber. Alter, du Bull. Vor allen Dingen, der Winston Soft hat geleckt und schreibt jetzt fucking lecker. Vor allem, ja echt, weil der, bei dem lecken wahrscheinlich alle einfach nur. Ja. Oder leck ich bei euch? Ich meine, nein. Mein sind dann solche, irgendwas mit scheiß Internet heute erzählt wieder. Sind dann solche Leute, die einfach mal upragen. Und eigentlich keine Peilung haben. Oh, warum hab ich da gerade ganz kurz geglaubt, ich bin wieder in diesen 90 Grad oben. Das hätte mir beinahe mein Leben gekostet. Sorry, Tobi. Oh. Ja, kein Ding. Ich hab gewusst, dass du oben bist, deswegen dachte ich mir, machst du es dann mal ein bisschen enger. Ich hätte oben lang fahren sollen. Da war noch. Oh Gott, das ist ja alles noch übelst eng. Ich dachte, wir sind schon weit auseinander. 14, 15, 16, 17, 18. Ja, das ist echt sorg eng, ne? Außer die letzten zwei, also der Pink und Daniel geht noch. Boah, danke Pink. Hat gerade viel Platz verschafft. Was geht denn jetzt hier ab? David Guetta. 3 Punkte. Oh. No getting over, no getting over, just no getting over you. Was mach ich denn? Oh, sowas gewonnen. Ich hab gewonnen. Ha! Ja, Benny, das war jetzt. Daniel. Dank Tasangstrom. You lagging. Hab ich. You lagging. Was ist das? Daniel, dein Englisch in einem Jahr. Aber du schreibst fast doch besser, als du sprichst. Juhu, Alter, so eine Wichse. Alter, die habe ich übrigens letztes Mal runtergemacht, ja. Wo ich mich da auf Englisch gehalten habe mit denen. Ich hab gesagt, ich hab voll den deutschen Akzent. Deutscher geht's gar nicht. Also bei Englisch. Naja, Tobi. Warum? Nur weil du auch Deutscher bist. Nicht der allerbeste Englisch sprechende. Ja, das sowieso. Also, das war mir ja klar. Nein. Also ich musste flüstern. Wenn ich flüstere, kann ich mir nicht auch noch Mühe geben, da perfektes Englisch zu sprechen.
Sie sagt, I must be tried today. Was? Hast du gesagt, oder was? I must be tried today. Nee, das hab ich nicht mal gesagt. Oh oh, der hat der Pinke fast noch was Tödliches eingesammelt. Och ne, och ne, och ne. Alter, das ist doch so eine Weg. Du bist ein Arschloch! Du hast mich mit Absicht getötet, dass ich den Buff bekommen habe, ist nur mehr als fair. Das stimmt überhaupt nicht. Ich wollte reinlenken, weil ich dachte, du machst eine Kurve und machst dann oben dich. Deswegen wollte ich wollte einfach nur ihn bei dir langfahren, weil da noch genug Platz gelassen ist. Boah, ausnahmsweise mal. Mensch, Alter, was ihr für Luxusprobleme habt. Was ihr für Luxusprobleme habt. Vor allem Luxusprobleme, es geht um meinen Tod. Eben. Der luxuriert. Tobi, nicht schon wieder. Ich krieg ja am laufenden Band nur 3 oder 2 Punkte. Ja, sag, ich hab auch 3 gekriegt. Mann, ich bin am laufenden Band nur Erster. Scheiße. Oh, da würde ich mich scheiße fühlen. Oh, da würde ich mich scheiße fühlen. Alter, 35, 34, 33, 32, 30, 28 und dann. Alter, das war knapp. Ich hatte noch nie 17. mehr als 3 Punkte gehabt in der Runde. Noch nie. Manchmal ist es einfach scheiße. Also ich glaube, das letzte Spiel gestern, das war auch für mich richtig kacke. Oh! Oh nee. Lol! Oh, das gibt's nicht. Lol. Da kommt das kommt's Glück wieder durch. Aua, alter Walter. What the fuck? Das machen wir mal Plätze tausch, Tobi. Nee. Aber echt, ich habe hier gerade einen super Platz eigentlich. Aktuell. Ich bin mit meinem Platz noch zufrieden. Na, ich krieg das gar nicht. Und der Rote kommt da durch, der kommt da durch. Ah, schade. Schade, 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 schade. Na gut, die 2 Punkte, Mensch. Alter, das hast du gesehen. Du brauchst ja mühlich Punkt für Punkt. Der Grüne hat mich zu 100% eingekreist gehabt. Also ich hatte quasi null Möglichkeiten rauszukommen. Hab eine Lücke gemacht. Dann wurde alles gelöscht. Ich hab da nicht ganz knapp überlebt. Also ist das immer mit Tobi. Du baust ja vor Tobi. Bei mir reicht mühsam über mehrere Runden, alle 2 Runden war so ein Punkt Vorsprung auf. Und dann wirst du immer Letzter und er Erster. Und dann führt er wieder mit 2 Punkten. Fuck. Oh nein, ich war doch schon durch. 6 Punkte, okay, reicht. Ich war doch schon durch, hä, Daniel, was? Ich war doch schon durch. Wie du dich da durchgestillt hab heute. Oh, scheiße. Also bei mir hast du irgendwie voll nach innen gelinkt. Ja, ich glaube, Daniel meinte, dass er schon so schön lange davor überleben konnte. Ach so. Glaub ich. Was? Och nein. Das aufgehört. Dicker Tobi. Nein. Du Hure. Also wegen mir kannst du Benny bleiben. Ist. Ja, echt mal. Was ist mit dir wieder los, Benny, aktuell? Du bist ja hier in Höchstform. Ab und zu mal. Entweder Letzter oder Erster. Weißt doch. Die Ersten nie, die anderen alle. Oh, ja, der war gestorben. Alexandru. Ja, toll, das kann ich überhaupt nicht ausnutzen jetzt. Also kein bisschen kann ich das ausnutzen. Nein, gar nicht. Ja, ich kann es auch nicht ausnutzen. Das macht mir eigentlich nur ziemlich schlechter. Ah, toll, ich bin auch dick. Das ist gerade alles scheiße. Alles richtig scheiße. Dick, da bin ich dran schuld. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu spät eingelenkt. Scheiße. Bäm, stopp. Vorsprung schon wieder dahin. Das gibt's nicht. Das ist echt mal, wir sind jetzt gleich auf, Alter. Alter, bettet euch noch ewig lange, wenn ich hochkomme. Ja. Mega knapp, sorry. Na, wahrscheinlich ist es, weil ich heute mal nicht direkt auf dich versuche zu gehen. Das könnte wahr sein, ja. Auf mich zu gehen ist ja jetzt auch so eine selbstmoderische Sache. Also ich sterbe und kurz danach sterben alle. Jedes Mal so. Komm da oben lang. Genau, das ist das Privileg des Erststerbenden, Daniel, das ist so. Ja, ich könnte jetzt leider keinen großen Vorsprung brauchen. LOL, was? LOL. Hast du cool, das meinen Roten gesehen? Oh, wow. Leider nein. Kranker Scheiß. Ja. Hat er zweimal? Ist er, hat er zweimal? Nein, nur einmal, aber die Lücke, die er da gemacht hat, war so schräg auch noch drüber und gerade so hat es ausgelöst. Also wirklich gerade so, ja. Ja. Nicht schlecht. Gute Leistung.
Aber acht Leuten ist es echt immer so, dass du schon direkt am Anfang. Ja, es ist echt scheiße, von dir hast du so kranke Punkte wieder einmal verkackst. Dass du dann immer schon am Anfang gleich durch übelste Lücken gehen musst. Ich hab bloß zwei Punkte. Was soll denn der Scheiß? Digga, nein. Digga! Ja! Boah, gut, Benny, gut. Scheiße! Das Problem ist, jetzt muss ich die Runde gewinnen oder Zweiter werden. Das ist jetzt. Aber wenn die Runde. Ja, stimmt. Und das größte Problem ist ja eigentlich, Benny, guck mal hinter uns. Wir können es uns nicht leisten. wir können es uns nicht leisten, beide mal zu verlieren. Deswegen erstmal Tobi bedrängen. Fester Platz, Benny. Ich will nicht, ich will noch, dass es noch ein bisschen weiter geht. Oh nein, oh toll. Ich hab das Angst. Das gibt's nicht. Tobi muss sterben. Ach, scheiße, zu spät. Boah, nein, da hat er mich noch überholt, Direkt vor meiner Nase ist ein grüner Blitz gespawnt. Ich konnte nichts ändern. Ah, das ist schade. Ja, und kam wieder 9 Punkte. Herbst. Aber wenn du hast trotzdem Punkte gut gemacht, ne? Dann kannst du nicht beschweren. Jawoll, ja. Jetzt haben wir alle unseren. Ah, toll, jetzt gut, dann Tobi. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.